Heute bauen wir mal unseren eigenen Ramschladen bzw. Auktionsladen auf. Like dieses Video und abonniert den Kanal, um mich extrem zu supporten, auch in Zukunft mehr solcher Videos zu sammeln. Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen bei dem besten Roblox-Kanal auf ganz YouTube Deutschland und wir spielen heute mal den Auktionstycoon. Hier könnt ihr einen eigenen kleinen Ramschladen machen, den ihr upgraden könnt und ihr müsst an Auktionen teilnehmen, um Ware für euren Laden zu bekommen, um dann Besucher zu bekommen. Okay, wir gucken jetzt einfach mal, was der da dafür bietet. Von dem Geld, was wir jetzt bekommen, können wir dann auf einer weiteren Auktion neue Abteile kaufen. Yes, der liked es. Das sind aber beides die gleichen Hasen. Also, Bro, entscheid dich bitte weise. $25 sind die ungefähr wert gewesen, wenn ich sie einfach direkt nach der Auktion verkauft hätte. Das heißt, alles über $25 ist für uns Profit. Wir sind einen zweiten Tisch hin platziert, damit wir gleich schon direkt bei der nächsten Auktion teilnehmen können und eventuell auch ein bisschen mehr Auswahl bei uns in den Laden reinbringen können. Weil solange der da sich jetzt entscheidet, gehen wir jetzt mal zu einer Auktion, meine ich. Schnell Sprachen lernen. Auf Auktion und wir treten bei der Gratis-Auktion bei. Let's go. Wir gucken mal. Oh, das sieht doch schon sehr gut aus. Hier haben wir eine Palette, $25. Hier ist nichts da. Oh, da hinten ist ein Rutschgefahrschild, Leute. Wir bieten drauf. Bis $125 würde ich sagen, gehen wir mit. Oder beziehungsweise, wenn wir die für $100 kriegen, ist ja auch perfekt. Okay, wir kriegen die für $100. Das ist natürlich sehr nice. Abteil Nummer 2. Hier sind sehr viele Kisten, aber Pokerchips $25, $2, $3. Hier haben wir noch einen Tennisschläger. Okay, ich würde sagen, bis $100 gehen wir wieder mit. So, $100 haben wir geboten. Wenn jetzt mehr als $100, gehen wir nicht mehr mit. Aber $100 würden wir noch machen. 2 und 3, let's go. Jetzt das dritte Abteil. Sieht nicht so gut aus, sage ich ganz ehrlich. $75 würde ich dafür bieten. Aber mehr als $100 auf gar keinen Fall. Let's go. 75, beziehungsweise jetzt konnten wir nicht mehr draufhauen, weil wir irgendwie kein Geld mehr haben. Warum auch. So, das ist eh ein Wert hier von $140 da drin. Das wäre es echt nicht wert gewesen, darauf zu bieten. Aber jetzt kommen wir zum Mein hier. Haben wir $100 für ausgegeben. Oh, 100, 300, oh, Kotsche, 177, okay, ist jetzt aber auch nicht so gut gewesen. Jetzt kommen wir aber zu denen, von denen ich mir sehr viel erwarte, von diesem Abteil hier. Kriegen wir, 200, ja, Mann, über $200, das ist sehr schön. Jetzt dürfen wir uns hier aussuchen, welche Dinger wir behalten werden. Wir nehmen diesen Plushie hier mit und wir nehmen diesen Plushie hier mit. Dann werden wir halt so ein kleiner Plushie-Store. Jetzt gehen wir erstmal rein hier und machen hier erstmal hin unsere schönen neuen Plushies, die wir hier erfarmt haben. Können wir aber leider nur 3. Okay. $39 accepten wir jetzt einfach mal, damit wir die Dinger hier loswerden, ne? Weil wir haben ja jetzt erstmal die ganzen Sachen und wir müssen die ja erstmal verkaufen. Irgendwann werden wir ja bestimmt auch viel, viel, viel geilere Sachen bekommen. Jetzt gibt es aber auch noch Upgrades, die ihr machen könnt. Zum Beispiel mehr Inventarplatz, irgendwie mehr Inventory Space, größere Gebäude. Das sind ja alles Möglichkeiten, die wir haben. Und es gibt sogar einen Shop und ihr wisst, was das heißt. Wir kaufen erstmal ein paar Gems, damit wir unseren Laden ein bisschen höher an die Spitze treiben können. Let's go. Haben wir gekauft 50 Gems. Die wichtigen Sachen kaufen wir jetzt hier zuerst. Und zwar mehr Inventarplatz auf 5 erhöht. Und nochmal auf 7 erhöht. Und jetzt kaufen wir uns hier unten. Na, das können wir nicht kaufen. Aber wir könnten uns einen größeren Laden kaufen. Nee, lassen wir erstmal. Wir lassen das jetzt erstmal so. Haben wir mehr... Sorry. Haben wir mehr Inventarplatz und können jetzt hier auch noch mehr lagern. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal direkt zur nächsten Auktion. Wir können jetzt hier direkt schon beim Warehouse mitmachen. Das machen wir jetzt einmal mal. Da brauchen wir $750, die wir da reinpayen können schon für. Aber da müssen zwei Leute mitmachen. Das heißt, hier ist jetzt auch, glaube ich, eine Person drin, die mit dabei ist. Hier haben wir $36. Vielleicht 100 bis $125 würde ich drauf bieten. Okay, $125, $150 bietet, $75. Ja gut, da gehen wir nicht mit. Das kriegt jetzt der da, weil so viel denke ich nicht, dass das wert. By the way, Leute, wenn ihr mehr hiervon sehen möchtet, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um es mir zu zeigen. Und bei diesem hier werden wir wahrscheinlich, okay, wir gehen auf 150. 150, minimal. Minimal 150. Obwohl, scheiße, ich habe $300 geboten. 350, okay, wir gehen hoch auf 400. Wir haben 400 drauf geboten. Wenn da jetzt nichts Krasses drin ist, dann ist es wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Weil wir haben jetzt $400 hierfür verloren. Und haben tatsächlich jetzt auch ein Abzeichen. Okay, die letzte. Das sieht jetzt hier auch wieder nicht so krass. Oh, obwohl hier die beiden. Okay. Wir haben auch nicht mehr so viel Budget, glaube ich. Wir haben noch $350 Budget. Ich würde sagen, wir gehen bis 200 mit. Also wenn jetzt noch jemand €200 bietet. Nein, keiner. Okay, aber ich bin jetzt mal übertrieben gespannt, ob wir Profit daraus schlagen werden. Aber jetzt gehen wir erstmal rein und gucken. Wir haben $175 drauf geboten und raus bekommen wir $271. Das sind fast $100 Profit. Gehen wir hier weiter. Das ist nicht unsere. Doch, das ist auch unsere Garage. Scheiße, 400.
$85 haben wir reingepaid. Oh mein Gott, wir sind im Plus. Wir haben $185 Profit gemacht mit der Garage. Aber hier bin ich jetzt auch mal gespannt. Ja, das ist auch ein guter Profit. Also die erste und die zweite hätten wir uns kaufen sollen. Naja, wir claimen jetzt hier erstmal die guten Sachen. Und zwar hier würde ich sagen, das hier, das hier, das hier. Oh nein, wir können nur zwei Sachen claimen. Ja, wir claimen die beiden Uncommon-Sachen, würde ich sagen, weil die ein bisschen krasser sind, die zwei Bücher hier. Und mehr können wir leider nicht behalten, aber wir sellen jetzt den Rest erstmal für $700. Sind wir bei $990 insgesamt. Hier sind auch direkt Leute, die uns was hierfür bieten wollen. Denen geben wir das jetzt hier erstmal direkt und wir placen jetzt hierhin direkt das nächste Buch. Uncommon, let's go. Aber Leute, ich würde sagen, dann war es das mit diesem Video. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn wir einen Livestream davon sehen möchten, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr in der ersten Stunde dieses Video seht, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, hauen Sie rein und ciao, Leute.